deficit. We need also 1024 millionaires that pay only a deficit. For a key, I don't sell the keys for a million. We can only pay a deficit for this key. That we get also 1 gigabyte euro. So tell all millionaires, you know, I have nothing keys and 1024 of them. Ja, der gute Mann hat ein Planungsprojekt für Tempelhof und will da eine riesen Party machen und sucht halt ein paar Millionäre, die Geld geben. Ja, falls ihr Millionäre kennt, dann einfach mal Bescheid sagen, weil der braucht so ein bisschen Geld. Und da gibt's einen Talk. Könnt ihr euch in Ruhe angucken, ist auf jeden Fall sehenswert. Wie findest du nicht vorher, was da für ein Team kommt? Also ich meine, die haben dich ja auch durchgelassen, also wahrscheinlich nicht. Dass jeder hat das Recht, da einen Talk zu halten. Und wenn der Millionäre sucht für Tempelhof, dann kann er da einen Talk halten. Ist doch völlig okay. Mhm. Was kommt denn jetzt? Ich glaube, da bin ich noch nicht richtig. Was habe ich denn eingegeben? Achso, ich bin auf dem falschen. Auch sehr interessant, da geht es um, den habe ich noch nicht gesehen, ich habe mich bloß später unterhalten, weil ich da selber den Talk hatte. Der zeichnet auf, was er an Geld umsetzt. Also auf einer 50 Cent Genauigkeit schreibt er auf, wofür er Geld ausgibt. Und trackt das jeden Tag und kann dadurch in der Statistik führen, ja, wie sein Finanzstatus ist. Okay, so I'm going to show how I use bookkeeping, which sounds really, really, really boring. And I've used this a lot in the last few years and I just want to show you how it can be cool and fun. Slide. So why am I doing this? My grandma told me to. This is actually true. My grandma said, boy, you should use bookkeeping to keep ahead of your finances, and this is really useful. And there's also a lot of questions that will pop up in our lives every once in a while that we can comfortably and decisively answer with this. So like, I had 100 euros a week ago, and where is this gone? How did it go away? And maybe you bought something that broke and you want to know how old it was. So you can check it and you can know how much you paid for it, so maybe you can do a calculation if you want to buy a new one or if you want to get it repaired. Actually, another thing that is useful is to keep track of how much you use on bandwidth. Maybe you use your mobile phone a lot, you use mobile internet, so you may want to know which contract suits you. And yeah, you can do comparisons of like the important things in life. How much do I spend on food? How much do I spend on hardware? And should I change this balance? It's like, so what I use is K-My-Money. And so on. Ja. Die Software ist zwar verfügbar, mit der man das machen kann, glaube ich. Nee, der hat, ich habe den nicht gesehen, wie gesagt. Der hat halt erklärt, was der macht. Der trackt seine Finanzen seit ewig. Und ich will bloß Appetit machen auf das Thema. Ich weiß nicht, was er erzählt hat, weil ich den Talk noch nicht gesehen habe. K-My-Money ist wahrscheinlich in so einem KDE. Aber, ziemlich interessant. Ja, da wird sicherlich auch Software für haben, aber ja. Hacking DNA gab es auch noch. Da waren zwei Damen zu Gast, die haben mal darüber aufgeklärt, was halt so von staatlichen Behörden größtenteils, aber nicht nur, an DNA gesammelt wird und auf welche Art und Weise. Es gibt ja immer diese, hier waren Verbrecher und bitte machen Sie eine DNA-Probe, weil da sonst der böse Mann nicht gefunden wird und so weiter. Und welche gesetzlichen Grundlagen dafür existieren. Und Action. Ich habe die Frage zu stellen, ob die andere Zahl, die von dem Mann, die Aufwand mit Bayern gespielt gebracht.
Ja, da geht es halt einfach mal darum, was da so getrieben wird und das wird ja auch gespeichert und ja, wie das denn alles immer so schwammige Grundlagen hat. Das heißt, die werden jetzt nicht nach 6 Monaten nach Ende des Verfahrens gelöscht, sondern... Das kann ich dir im Detail nicht sagen, aber dafür gibt es ja diesen Talk. So, letzter Beitrag. Kinect Fusion. Es gibt ein Framework, was entwickelt wird, nennt sich Kinect Fusion. Die treiben da viel Spaß mit und hier ist David Kim, der das vorstellt. Also was hier gerade zu sehen war, ist, dass der eine reale Umgebung abfilmt, die wird gespeichert über den Blickwinkel der Kamera hinaus. Das heißt, wenn er schwenkt, dann merkt sich das trotzdem den Bereich und er stellt so ein 3D-Modell. Und jetzt mit den Wellen hat er jetzt gezeigt, dass es halt wirklich ein 3D-Modell ist, mit dem man interagieren kann. Er kann auch Sachen aus der Szene rausnehmen, das merkt das Programm. Er kann da Sachen jetzt draufschmeißen und hat eine Physik. Etc. etc. Und das machen die nur mit der Kinect. Und das hat er da vorgestellt. Das war so technisch das Beeindruckendste eigentlich. Also da gab es noch mehr Vorführungen, weil es extrem gut funktioniert. Ich habe dann das Mikro aufgesucht und eine Frage nach den Lizenzen gestellt. Und der Mann war sehr selbstsicher die ganze Zeit bei seinem Vortrag, aber bei der Frage ist er ins Schlingern gekommen und hat sie nicht beantwortet. Und hat dann gesagt, er muss dringend zum Flugzeug. Und das war mir Antwort genug in puncto Patente etc. Sprich, die wird nicht als Open Source. Ja, das und ich habe auch nach den Geldgebern gefragt und habe da auch keine Antwort bekommen. Ja, das war's. Cool.